Ja, nachdem ich lange keine Videos mehr rausgebracht habe, weil Edgar so ein paar Probleme hatte, bin ich jetzt wieder zurück mit Super Mario Maker und ja, ich möchte so ein bisschen mit euch über allgemein die Welt sprechen. Ja, dazu werden wir mal schnell in den Expert-Mode reingehen. Super Expert macht nicht, weil das viel zu frustrierend wäre. Naja, okay. Also, nun beginnen wir zuerst mal damit. Ja, es ist September. In so 6 Monaten oder so kommt eh nichts raus. Und man weiß noch gar nichts darüber. Also, da fragt man sich natürlich schon, was denn für eine Konsole sein wird, wenn es halt so ein großes Wunder darum geht. Ist denn wirklich so unglaublich? Was habe ich gerade gemacht? Na egal, also auf jeden Fall. Ja. Also viele sagen ja, es wird so eine Art von Hybrid zwischen Handhelds und Konsolen. Ist gut möglich und wäre auch etwas, was durchaus etwas Neues ist. Aber naja. Ich finde halt trotzdem, man sollte nicht so ein. Dein Ernst jetzt. Ein sehr schönes Level, das wir gerade hier haben. Naja, auf jeden Fall. Also wenn es denn so wäre, dann wäre es natürlich schon etwas Neues und auch Spezielles. Allerdings heißt es nicht, dass man jetzt ja so lange halt ein. Nein! Nein! Junge! Ich hasse euch! Ich hasse den, der das hier gemacht. Ich hasse. Naja. Gut, dann noch zu einem anderen Thema. Nämlich wird Super Mario mit. Das ist. Naja. Auf jeden Fall wird Super Mario Maker auf dem 3DS hier released und da bin ich nicht ganz so froh drüber. Ich habe zum einen schon eine Wii und bräuchte das eh nicht und ja, zum anderen. Ist das hier noch aus? Das Level ist aber noch gar nicht so schwierig. Und trotzdem sag ich hier, als ob es auf Super Expert wäre. Ja. Er hat es auch richtig asozial gemacht. Muss man noch zu meiner Verteidigung sagen, nee. Man sollte auch in Erinnerung behalten, dass man nur einmal jumpen kann mit Yoshi. Nicht so wie Yoshis. Was? Kommt jeder? Ich bin ein Noob. Ich hätte es geschafft. Ja, also auf jeden Fall finde ich halt. Ja, auch die Grafik, ne? Die Grafik hier ist. Ne, ich hau's ab. Das Level nervt nur. Also, ja. Und dann noch Yoshi's Woolly World. Das hat auch so etwas, bei dem die Grafik recht wichtig ist. Und ich hau hier glatt mal ab, denn das sieht nach irgend so eine Scheiße aus. Ne. Ist das hier jetzt ernsthaft ein Automatik-Level? Geil. Leistung. Aber verstehe ich das richtig? Ist das hier wirklich so ein Automatik-Level? Oder wieso existiert das hier? Ist immer noch Automatik? Ja, ich denke schon. Naja. Also allgemein ist jetzt so die Welt ein bisschen.
fragwürdig und was? Das ist gar nicht automatisch. Der betrübt einen voll. Naja, ich kann jetzt auf jeden Fall hier starten und... Das regt mich aber auch langsam auf, du. Naja. Also... Nee, jetzt. Also bitte. Nee, ich mach's normal. Also besser gesagt, ich mach's nicht normal. Also nicht, wie es gewollt ist. Ich glaube, jetzt soll's gewesen sein. Yes! Endlich! Endlich mal was Gescheites hingekriegt hier. Wurde aber auch langsam mal Zeit. Ne. Ja, das könnte man noch sagen. So. Ja. Also, alle PC-Games sind momentan pausiert, also auf meinem Kanal. Ne? Und das hat einfach halt den Grund, dass das Sound von Elgato nicht ganz funktioniert und ja, da wird schon ein bisschen. Aber sprechen wir doch ein bisschen über schöne Sachen. Und was sind schöne Sachen? Genau, Paper Mario ist schön. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen Paper Mario 2 entdeckt und spiele es momentan und es gefällt mir richtig gut. Ich habe in letzter Zeit so ein paar Videos auf YouTube gesehen, die das Spiel voll abhaten. Also ich meine, das neue, welches jetzt rauskommen wird. Color Splash. Und ja. Und die haben halt gesagt, ja, einfach nur tot zu... Oh. Hallo? Ja. Ein sehr spektes Level, muss ich hier sagen. Aber ich kann es schaffen. Auch wenn ich den Helm unnötig verloren habe. Nee. Also. Ja, es sind auf jeden Fall... Und Paper Mario 2, da muss ich natürlich sagen, die Story ist richtig gut. Also, gar nicht so wie andere Mario Games natürlich. So eine... Wenn ich an der Liebe. Die Charaktere und so gefallen mir auch richtig gut. Und was geht's? Gibt's denn einen unsichtbaren Block? Was soll ich hier machen? Ne, also irgendwie verstehe ich das gerade nicht. Naja. Weiter mit Easy. Na, für X und Schlusszeichen wahrscheinlich. Mal schauen, ob es wirklich so easy wird. Ah, ah, ah. Oh, hätte ich das benutzen müssen? Weil wenn ja, dann ist es nicht so gut. Nicht. Ich glaube, ich hätte es benutzen müssen. Naja, wir wissen es ja jetzt und können es auch besser. Dementsprechend besser machen. Ich hoffe, ich mache es jetzt auch besser. Aber eigentlich wieso nicht? Ne? So ein schönes Game. Wieso nicht? Hm? Da sagt er schon so, wieso nicht? Hm, ist hier ganz einfach. Und dann stellt er sowas hier an. Oh, endlich. Also, es wird aber wahrscheinlich nicht einfacher. Ach, wenn der Name Easy ist, erwarte ich natürlich nicht Easy Zeugs. Weil es hier der Expertenmodus ist. Hallo, wir sind hier keine Noobs oder so. Ich will hier schon so eine Herausforderung, obwohl ich so langsam mal zu viel gefordert werde. Nein! Ja, und so ein Redefehler kann einem alles vermasseln. Jetzt habe ich alles so schön hingekriegt und ja, jetzt hat alles umsonst, ne? Ich könnte das Ganze hier auch genauso gut resetten und versuchen, im First Try zu schaffen. Aber naja, ja, der Sprung ist aber auch richtig asozial, muss man sagen. Na, vielleicht sollte ich ja einen Triple Jump probieren.
So, vielleicht. Hä? Was ist das dort oben? Wow. Aber ich finde immer noch die schwierigste Sieg ist das hier, wo man halt raus muss und dann wieder rein. Das ist so wie ein Curveball beim Fußball. So. Da musst du dann aus der Ecke schießen. Und dieses Kreisding sind die, die die eigenen Team-Member blocken. In so einer Art. Ich konnte das jetzt gut erklären, was ich damit meine. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die Kreissäge kommt immer näher. Hilfe! Ich hau gerade ab. Also, was habt ihr da? Alle miteinander gekillt. Schön. Gibt's hier unten was? Nee. Gibt's hier was? Nee. Gibt's hier was? Nö. Oh, ich glaube, ich hätte gar nicht Triple Jump machen sollen. Naja, was soll's. Ich habe es schließlich geschafft. Die müssen wir wahrscheinlich auf diesen Dingen reiten. Wird natürlich auch nicht ganz so einfach. Nimm's doch nicht! Geh rein! Du. Wow! Wie hab ich denn das hingekriegt? Das muss ich mir im Video nochmal anschauen, du. Also das war schon richtig krass, MLG. Und auch wie ich mir hier meine One-Ups erfarme. Aber ich glaube, ich sollte ein bisschen mehr erfarmen können. Ja, das sieht jetzt nicht sonderlich schwierig. Einfach drüber fliegen, dann läuft's auch. Und wo müssen wir durch? Hier. Und dass ich groß bin, ey. Was ist denn das für ein Vorteil, du? Der hat aber nicht so gut angestellt. Ne, der hat das hier gemacht, nur. Nein! Ne. Der hat es ja halt dafür gemacht, dass man nicht als Großer weiter kann. Und warte mal. Ich merke gerade. Dass man hier durch kann. Ist das gewollt oder nicht? Ich weiß es nicht. Na, ich gehe auf jeden Fall mal raus. Und erbarme mir hier einen Weg. Nein. Hat wohl nicht so ganz hingehauen. Aber ich glaube, das ist hier nicht so gewollt, oder? Ja, ich denke schon nicht, dass hier so gewollt ist, weil das wäre halt schon eine ziemlich krasse Abkürzung. Man muss hier auch schön timen, immer, dass es oben hindurch geht. Und ja, was ich neulich gefragt habe, ist, was ist genau mein Nintendo? Ich habe es mir noch nie so richtig angeschaut, aber sag halt, es gibt, ja, es gibt halt so Rabatte und so. Und eigentlich wäre es hier ganz cool, wenn man sich mal so überlegt. Ne? So Rabatt zu haben im E-Shop wäre schon ganz nice. Ne? Also aus dem Screen lassen, dann nicht sterben. Ne? Will man wohl nicht? Sonst kann man dich jetzt hier durchnehmen. Ne, leider nicht. Naja. Oh! Na, sieh mal an, wer hier ist. Aber leider kann man die Clownskutsche nicht mitnehmen. Ich glaube, das war auch schon das Ziel. Nee. Nee, mal so gar nicht. Nee, da haben die mal keinen Bock drauf, hier das Ziel hinzupacken. Die sind nein, einfach eiskalt dort hinten hin. Aber, ja, man kann halt wieder easy zurück und von dem her denke ich mir halt schon, wieso hast du das gemacht? Junge, wieso hast du das gemacht? Hat auch gar keinen Sinn so in der Art, wie Sinne funktionieren. Und das meine ich jetzt nicht die fünf Sinne des Menschen, sondern den Sinn. Den Lötsinn. Zinsen.
Ich rede hier von Zinsen, Leute. Von dem wachsenden Kram. Zinsen. Zinsen, hallo. Zinsen. Ich rede hier von Zinsen. Ich überlege gerade, sollte ich vielleicht einen Stern mitnehmen? Ne? Wäre gar nicht mal so dumm, denke ich. Bums. So, mal schön der Clownskutsche Adieu gesagt. Und dann heißt es auch Adieu für uns. Und nein, nicht der Part endet, sondern bald diese Passage hier. Nein! Und wieso mache ich hier immer solche dummen Fehler? Das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Und langsam habe ich das Gefühl, ich werde es verkacken. Ja? Könnte das wahr sein? Ich denke schon. Hier auch bloß nicht treffen lassen, weil hier treffen zu lassen ist eigentlich verboten, wenn man das Level noch irgendwie schaffen will. Ja. Und ich glaube, so wie... Ich glaube, so kommt man sogar am schnellsten hoch. Naja, egal. Hauptsache, wir bekommen hoch. Ja, wir bekommen hoch. Wir bekommen ein Hoch auf uns. Ein Hoch auf uns. Blablabla. So, was wollen wir hier von uns? Ja, ein bisschen Walljump Skills sind hier gefragt, die ich, wie ihr hier sehen könnt, nicht besitze. Ich hoffe, ich komme hier durch das Loch durch. Wow. Ja. Ich hab's drauf, Leute. Ich bin ein Skiller im Haus. Aber hier ist doch das Ziel, bitte. Und wehe, der packt mich. Ah. Ich dachte schon, der packt mich zum Ding hin. Naja, dadurch, dass wir hier noch 3 One-Ups kriegen, ist 84 noch halbwegs okay. Aber natürlich sind wir noch nicht am Ziel. Der Level kriegt jetzt keinen Stern, weil ich ihn nicht sonderlich gut fand. Und der Sinn des Sterns ist jetzt vermitteln, ey, du machst gut Level oder nee, du machst schlecht Level, geh nach Hause heulen. Hallo? Ach so, ich habe ein Time Limit! Ach so! Ja, kann man mal machen, 10 Sekunden Time Limit. Läuft bei dir. Ich glaube, ich probiere es noch einmal aus, aber dann beschließe ich mich dafür, dass es doch zu hart ist für uns. Was? Oh nein, ein Japaner-Level. Das kann ja nur böse enden. Oh mein Gott, wie es aussieht. Oh mein Gott. Welcher kranke Psychopath hat sich den Scheiß hier ausgedacht? Ich muss schon gleich hin und mich beschweren. Ey, komm! Das kann doch nicht wahr sein. Das geht doch nicht! Was ist das? Na klar, die explodieren genau in dem Moment. Und siehst du was? Ich verpiss mich hier mal schnell. Ich hab keinen Bock mehr auf diese Dingens. Auf diesen Dingelsen. Und? Das erinnert mich jetzt Little Room 26. Was? Aha! Aha! Ja, genau! Ist klar! Als ob man das schaffen kann. Als ob! Aber ich glaube, ich probiere es nochmal, weil so schwierig scheint es nun auch wieder nicht zu sein. Schon nicht fordernd, aber. Ey, das ist jetzt sogar relativ machbar, weil hätte hat es dort geschafft noch den Sprung, dann hätte ich es geschafft. Ne? Dann wäre Ende aus mich gemacht, ich habe es geschafft und gehe nach Haus. Oder irgendwie so. Wieso schaffe ich immer den letzten? Aha, weil dort Flügel dran sind. Ja, du bist ja lustig. Du bist ja lustig. Da packt. Oh mein Gott.
Yes! Okay, das Level war doch nicht so schwer, wie ich dachte. Aber man sollte sich nie zu viel freuen. Hm? Das habe ich auch schon aus älteren Tagen gelernt. Ich sage nur, dass mein Geld 200 Level kriegt keinen Stein, weil es uninnovativ ist und einfach nur dumm. Mal schauen, ob dieses Level hier auch. Panga and Spin. Ah, macht ich hier so ein Panga abklatsche. Ach so, die will das hier. Na dann mal, geben wir es ihm. Na dann geben wir es ihm halt. Oder auch nicht, weil ich es nicht kann. Oder ich mache hier einfach mal so ein. Setzen. Mario. Also. Nee, das Level schaffe ich nicht mehr. All diese Level hier, die bringen mich doch zum Ausrasten. Oh, Japaner Level. Na schön. Ja, sieht nach viel Spaß aus. Ja. Ja, viel Spaß erwartet uns hier. Wir haben uns über euren Aufenthalt gefreut. Wartet bitte nicht, dass wir mit Hammer geworfen haben. Eigentlich mögen wir euch. Ja. Hallo? Ach so, es gibt ein Time Limit. Ihr sagt doch so früher. Ja, so sollte man es, denke ich mal, machen. Hä, wie soll man das hinkriegen? Komm, pack doch das Ziel hin! Hallo, ist das überhaupt möglich? Ich denke nicht. Ich gedenke nicht. Bowser says hello, Mom. Ja. Denn ich bin Bowsers Mutter. Hallo? Sagt man denn so seine Mutter hallo? Hallo? Oder ist Mutters... Ich meine, Bowsers Mutter richtig krass drauf? Ich denke schon. Was? Hallo Bowser! Und wie war's in der Schule? Jo, Mom. War richtig geil dieses Jahr. Hm? Und du hast gerade so geil, dass ich dich jetzt töte, ne? Ist ja so üblich, das macht man mit Mitteln. So kleiner Bastard! Du wirst doch kriegen, was du verdienst, das schwöre ich dir! Ja! Mom Power! Mhm. So ist es nämlich. So ist es eigentlich Chili hingepackt. Dann kommt ihr selbst. Natürlich schickt ihr sind hier die zuerst, ne? So macht man das ja. Und jetzt probiere ich mal extra. Oder muss das gar nicht. Oh, oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich war schon im Gegner drin. Oh, was wieder. Also Action hat das Spiel schon zu bieten. Wahrscheinlich geht es auch sogar noch actionreicher weiter hier. Oh, wie ich es einfach gemacht habe. Und einfach wegen dem schönen Titel hier und wegen der Moral, dass man seine Mutter respektieren sollte, gebe ich ihm einen Stern. Ja. Ja, aber ernsthaft. Hättet ihr an sowas gedacht? Ja gut, obwohl. Ja, man. Ja, bei Mario Maker würde man schon an das denken, ne? Wir kennen doch die Leute von Mario Maker, wir kennen sie doch zu genau.
Und was schickst du mir? Oh, ein Croppy. Ja, den liebe ich. Mein Lieblings-Item. Besser gesagt, mein Drittlieblings-Item, wenn überhaupt. Aber ich mag das Item. Denn es ist das Haupt-Neu-Item-Dingens von New Super Mario Brothers Wii. Wie viel Graz mal mit meinem schönen wunderbaren Italiener Akzent gezeigt habe. So. Und ab jetzt könnt ihr Italienisch, weil ich das gesagt habe. Mit Trick 17 hier rüber. Wow. Ihr könnt mir nichts. Hört ihr nichts? Seid nur Lappen. Oh, obwohl. Ja, du bist ein Lappen. Ja, hat sich selbst ermordet. Hat einfach mal Suizid begangen. Kann man ja mal machen. Hat keinen Bock mehr aufs Leben. Hat doch mal bei. Aha. Ja. Hätte ich das ahnen können? Bin ich Mr. Anikus, Arivadikus, Dingsikus, Akikup, Gukilup? Oder so in der Art? Nee, ich denke nicht. Also wieso erwartet ihr von mir solche unmenschlichen Sachen? Wobei ihr doch die Unmenschen seid. Denn ein Mensch kann so ein Level nicht entwerfen. Das kann er einfach nicht. Ein Mensch kann kein Level entwerfen, welches einem eine Sprache lehrt. Und wieso? Nun, weil ich das gesagt habe, mal wieder. Nein, ich will die Feuerblume nicht. Sie ist böse. Feuerblume, nix gut. Und ich habe keine Ahnung, wieso ich gerade einen Double Jump gemacht habe, weil eigentlich habe ich den A-Knopf angehalten. Aber nun ja, muss man ja selbst wissen, ne? Er wird schon dann seine Gründe dafür haben. Und falls dort invisible Blöcke gewesen wären, hätten wir sie auch nicht erlebt, weil ich nämlich hier Trick 17 2.0 angewendet habe. Und ich möchte mich jetzt noch nicht angeben, aber momentan läuft es ziemlich gut. Noch 74 Leben und schon die Hälfte vorbei. Jungs und Mädels, ich glaube, wir schaffen es. Aber ich glaube es auch nur. Ne? Ich glaube es nur. Deswegen seid ihr euch nie zu sicher. Und ich gebe dann gerne mal einen Daumen hoch, weil ich Bock dazu habe. So. Also, Level Nummer 6. We can do it together. Ist das etwa... Oh mein Gott. Es ist es. Das Level. Ja. Es ist das Level. Es ist das allmächtige Level. We can do it together. Ja, we can do it, bro. Koopa, bro. So. We can do it. We can do it. Yeah. Hilf mal hier drüber, Bro. Bruh. Oh, bis... Nein, der hat sich geopfert. Was? Also irgendwie habe ich das Gefühl, das hätte nicht passieren dürfen. Hä? Hä, wieso ist das gerade passiert? Verstehe ich hier irgendwas nicht? Oder ist mein Bro kein Bro mehr? Na, was meinst du denn, Bro? Oh. Ja! Ja! Koopa-Style! Koopa-Troopa-Style! Ah! Bums! Auch wieder richtig knapp geschafft. Bumsy Gibbles! Bumsy Gibbles! Bumsy Gibbles!
Und hier jetzt. Was hätte man machen sollen? Einfach nicht lieber oder was wollt ihr von mir? Aha, der schafft mir an Plattformen. Ja, Bro, sag's doch gleich, Bro. Alles Bro, immer Bro. Das ist der Bro-Style, no way. Oh yeah. Arr! Kaboom! 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 Kaboomsk, kaboomsk! Ah! Komm! Bro, wir schaffen das zusammen! Bro, we can do it! Also ich höre nicht auf Bro zu sagen. Das hat mich gerade so gefangen. Der Bro-Style hier. Ne, ich musste mich hier auch noch... Wow! Oida. Oh, danke! Oh, Bro, du bist der beste Bro der Bro-Bros. Du bist ein echter Bro-Bro. Kannst du mal aufhören? Oh, das ist geschafft? Ja, Bro. Du bist voll im Bro-Flow. Hallo? Hallo? Ach so. So, hallo. Nun geht's aber mal, hallo. Und bye. War gut so? Kannst du jetzt erklären, wieso du mir das antust? Vor allem das Leben ist doch gar nicht mal so kurz. Ne? Bro. Muss man ja auch mal zugeben, Bro. Komm. Komm schon. Das geht doch schneller. Bros steht man nicht im Weg. Junges. Geht doch nicht. Das ist moralisch falsch. Ihr seid alle falsch. Die Welt ist falsch. Nichts geht richtig. Komm, Bro. Mach's richtig. Ja, Bro. Ich glaube, ich nenne den Part Bro. Wieso ich ihn wohl so nennen werde? Ich weiß es nicht, Bro. Weißt du es, Bro? Bro? Go. Go, Bro. Ho, wow. Nein! Bro, das ist die Kids. Killer, Bro. Ich hasse dich, Bro. Stirb, Bro. Stirb! Ich glaube, nach diesem Level beende ich auch schon den Part, weil es doch recht lange. Moment. Ich muss schnell nachschauen. Ja, 33 Minuten. Ja, ich gebe dem Level mal einen Stern, ne? So noch nicht. Und da geht's auch schon weiter mit unserem Bro, Bro. Yo, Bro, let's go, Bro. Yeah, this is so bro-ish. Bro, du siehst mir ist nicht da. Bitte, ja, bitte, mach mir den Weg frei. Oh ja, du bist doch so ein guter Bro. Denn... Ey, komm, Bro, muss das jetzt sein? Musst du gleich die Box ausschalten? Musstest du jetzt Justin Bieber hören oder was? Bro! Ich hab ihn gekillt! Leute, ich hab meinen Bro gekillt! Nein! Die Hoffe! Ich hab ihn gekillt! Ich begehe Suicide! Ich hab ihn gekillt! Ich dreckiger! Ich hab ihn einfach gekillt! Was bin ich für einer?
Ich kann mich doch gar nicht ein Mensch nennen, so wie ich hier gerade spiele. Ich bin ein... eine Art von Kannibal. Halt nur, dass ich nicht auf der Fresse, aber das wäre ja echt zu viel, ne? Sonst müsste ich das Video ja ab 18 raten, ne? Weil so Kuhmorde, das geht so gar nicht, ey. Das geht so gar nicht, gar nicht. Mario Maker muss PG 18 bekommen. So wie sie das hier machen. Ne? Vor allem, sie wissen ja nicht, was die Menschen machen werden. Also von dem her können sie dies Game auch nicht ranken. Und so langsam regt mich halt schon auf. Wir sitzen jetzt schon so um die 10 Minuten an diesem Level hier dran. Klar, das ist ein cooles Level und so, aber muss das sein? Muss das sein, Bro? Ist doch voll geil hier. Und schon ewig nicht mehr gesehen. Gib mir halt Pfeife, ey. Was für einen Handschlag hast du denn gerne? Rechts, links, dann ein Highkick, dann Pfeifen, dann... ne, weiß schon, mit den Panzern gegeneinander knallen, so wie das Buch. Ja, was muss man noch machen? Wow, Bro-Style halt. Bro-Style, all time. Ja. Nein. Es legt mich auf. Genau, es legt mich auf. Oh, es gibt so viele Möglichkeiten vom Partnern. Ich habe keine Ahnung, wie ich es nenne. Es legt mich auf. Das klingt so falsch. Es legt mich auf. Was legt mich? Legt das Eier. Legen Koopas Eier. Gute Frage. Das ist die Frage des Tages. Legen Koopas Eier. Also ich denke schon. Oder was meint ihr dazu? Obwohl ich meine, wenn man so drüber nachdenkt, ich würde sagen, nein. Weil sonst hätte man ja irgendwann mal Eier gesehen, ne? Mario ist sicher dessen nicht scheu, die verschiedenen schönen Eier sich anzuschauen, durch die die Tiere entstehen. Die man legt und dann das Tier entsteht. So. Nun, Bro, werde ich dich nicht töten. Das macht's doch wieder gut, dass ich dich vorhin getötet habe, ne? Einmal töten ist okay. Aber zweimal, das geht mal so gar nicht. Geht mal so gar nicht. So gar nicht, gar nicht. So gar nicht, gar nicht. Ja, aber das geht's. Ah, komm! Ja, Bro! 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 Hä? Wieso hat es mir jetzt Schaden zugefügt? Kannst du mir das mal erklären, Spiel? Kannst du mir das mal erklären? Ach komm, wegen diesem blöden Level hier wird jetzt die Aufnahme zu lang oder was? Das geht doch nicht. Bro, mach mal hin hier. Sonst sind wir keine Bros mehr. Ach nee. Ja, das sehe ich anders. Okay, hör mal auf, Bro. Du wirst ein bisschen creepy. Meinst du nicht auch? Ja! Okay, ich mein's gar nicht. Das wird mir schon langsam zu viel. So. Langsam mal. Na, was meint denn das hier? Bitte. Bitte. Danke. Und was mich jetzt auch noch überlegen lässt, wieder mal auf morgen, glaube ich, Französisch Ding. Aber zum Glück habe ich am Nachmittag Französisch und eigentlich sollte ich das schon hinpacken, weil so viel ist danach wieder nicht. Zwar nicht wenig, aber auch nicht so viel. Oh, und ich habe gerade gedacht, ich habe schon wieder meinen Bro getötet. Aber zum Glück nicht. Dafür bin ich vor dem Platz gestorben. Besser gesagt, ich bin zu Mario geworden. Bro, was geht? Was lohnt sich einfach so ein Italiener? Italiener. Ja, nee, und hier wäre das Ziel gewesen, ne? Ach, Sachen. Hier kommt wahrscheinlich ein Checkpoint. Und was passiert? Es geht noch weiter.
Yippie-ya-ya-yippie-yippie-ya. Du kennst diese Werbung, wo es am Anfang so ultra dramatisch wird und dann... Nein, Bro! Nein, Bro! Geh nicht sterben, Bro! Du bist doch mein Bro! Was soll ich denn tun ohne Bros? Mein Bro-Style geht verloren. Ich glaube, ich habe ihn zurückgehen lassen wollen. Nein, du darfst nicht zurück! Ja, und das war sogar noch dümmer, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber naja, Bros tun ja sowas, ne? Bros töten sich gegenseitig und können trotzdem sagen, ey, was geht, Bro? Was geht? Und so ist es halt bei Bros, ne? Das kennt unser lieber Koopa Troopa hier ganz genau. Der hat Erfahrung in sowas. Und jetzt wechseln wir mal die Seiten. Und jetzt muss ich ihm den Weg machen. Nein, ich bin dumm. Stirb, Bro. Stirb. Bro. Dum-ba-bam. Ich glaube, ich nenne hier diese Part Bro? Fragezeichen. Sonst wissen ja die Menschen nicht, was hier zu klären gilt. Denn dieses Video hier hat keinen Sinn, ne? Das nicht wegen zu etwas, das man sich zum Spaß anschaut. Nee, das soll einem eine Lehre zum Leben bringen. Das heißt, wenn man anderen hilft, dann wird einem auch geholfen, ne? So wie dieses Spiel hier wunderbar zeigt. Oh mein Gott, war das knapp. Ah, komm hoch. Komm hoch, my boy. Komm hoch. Hier müssen jetzt aber Dings erscheinen. Ja. Du tust das gut, Bro. Was mich auch wundert ist, wieso wird man eigentlich nicht nach unten geschoben, wenn Dings... Oh nein. Jetzt return. Wir kommen zu unserem... Warte, er ist doch eigentlich der Koopa King. Also sollte er eigentlich auch unser King sein. So, eigentlich. Aber wie es aussieht, haben die beiden schönen Jungs hier keinen Bock. Ja. Komm, mach schon hinne. Mach schon hinne, du. Warte, ist er gerade gestorben? Ich hab dich zwar alleine auch ein paar Mal getötet, aber... Nein! Oh, du bist hier immer noch. Warte, ist hier drinnen? Nein, lass das nicht wahr sein! Nein! 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 Oh! Bong, bong, ah! Bro! Jetzt hat es geschafft, durch die Tür zu gehen. Und was gibt's hier zu begutachten? Nichts. Entschön. Dann habe ich es wohl geschafft, den Level als jemand anderes zu schaffen als der Bro. Und diese liebe Krebs hier. Hallo, hallo, ich heiße Krabby. Hat wohl keine Ahnung, was Bros bedeuten. Und deshalb macht ihr wohl nichts. Oh mein Gott, so 12 Minuten, 1 Sekunden gedauert. Ich glaube, es ist 7 Quits. Und, bye, Leute. Die Aufnahme ist schon 40 Minuten lang, also höchste Zeit zum Aufhören.